Ziel von Cotton Made in Africa ist es, dass alle Kinder im Projektgebiet zur Schule gehen und einen Schulabschluss erlangen. Der Verkauf der Baumwolle hilft den Familien, denn die Primarschule von der 1. bis zur 5. Klasse ist kostenlos, die Sekundarschule kostet aber Geld. Kaum ein Farmer kann sich das leisten. Otto hilft mit Cotton Made in Africa durch Handel Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und damit die Lebensbedingungen der Baumwollfarmer in Mosambik zu verbessern. Durch effizientere Anbaumethoden verdienen sie mehr Geld. Davon können sie den Schulbesuch ihrer Kinder finanzieren. Wie Alberto Assari und Maria Saibo. Wenn die Kinder größer sind, sollen sie zur Highschool in Belama gehen. Das ist die nächste Stadt. Wir bleiben hier, um Geld zu verdienen, um für sie Essen anzubauen. Denn hier ist das Feld. Bildung bedeutet Zukunft. Als Krankenschwester muss man lesen können, als Maurer rechnen. Wer einen Schulabschluss hat, kann auch studieren und helfen, das Land voranzubringen. Bildung ist die wichtigste Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben. Ich habe 9 Kinder. Einige gehen in Montepuez zur Schule. Sie müssen dort auch wohnen. Dafür haben wir jetzt Geld. Wir konnten auch ein schönes Haus in der nächsten Stadt bauen. Wenn die anderen Kinder groß sind, sollen sie dort zur höheren Schule gehen und wohnen. Ich wünsche mir, dass unsere Tochter Lehrerin oder Krankenschwester wird. Vielleicht hier. Oder sie geht in eine große Stadt und bleibt nicht hier, so wie wir. Ich liebe Baumwolle. Sie hat mein Leben verändert. Darum mache ich weiter, auch wenn der Preis schwankt. Wenn du keine Baumwolle anbaust, verbessert sich dein Leben auch nicht. Cotton Made in Africa leistet seit über 10 Jahren Hilfe zur Selbsthilfe und ist ein wichtiger Teil unseres Wegs zu mehr Nachhaltigkeit. Unsere nachhaltigen Produkte erkennst du am Good Product Label. Trag auch du deinen Teil bei, mit dem Kauf von Cotton Made in Africa Ware und indem du dieses Video teilst.